Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Together Ion. Ja, wir haben uns jetzt mal kurz noch ein bisschen mit den Skills auf jeden Fall auseinandergesetzt. Ich kann ja mal zeigen, wie das bei mir aussehen soll am Ende. Also, das heißt, wir fangen ganz einfach an mit einer ganz normalen Kette eigentlich im Grunde genommen, haben dann wieder, beziehungsweise mit unserem Aufladskill, haben dann unsere Kette, haben dann nochmal eine Kette, haben dann unseren 2-Sekunden-Skill, haben dann Marschabinen. Achso, das ist der mit dem Magieausgleich. Dann haben wir Variation des Meeres, da kommt hier diese schöne Note hier. Kann man auch aufladen hier. Das sieht auf jeden Fall ganz schick aus, finde ich. Dann hat man hier Disharmonie, das ist der große Stigma-Skill. Da kommt die Note hier drauf. Das sieht auch relativ guter Skill. Dann haben wir hier, was macht das hier überhaupt hier? Das sind dann hier alles Dots. Und ja, also im Grunde genommen, ja, ganz nur alles relativ dann normal soweit. Wollen wir mal ein PvP-Match machen, Mr. Black? Ja gut, ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen abstinken, aber das ist ja zweitens. Wir können es ja mal machen, einfach nur um die Skills zu testen, das schadet nicht. Genau. Dann, ja, leg mal los. Achso, ich kann mich nicht mit dir duellieren, warum nicht? Achso, jetzt. Okay, gut. Uah, du haust aber ganz schön rein. Ja, ja, die Skills, die machen schon richtig Fettschaden. Meine Fresse. Ja, ja, auf jeden Fall, schon. Aber die Skills, die sind auch wirklich richtig schnell durchzudrücken. Na, also die kann man auch wirklich sehr schnell. Also, das heißt, du hast ja wirklich mit dem Barden einen hohen DPS pro Sekunde. Also, wirklich gleich von Start weg. Mhm. Das ist halt richtig. Dich hatte ich viel. Aber auch nicht wenig runtergekloppt, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe im Hintergrund. Also, nicht ganz so stark wie ich, aber auch ein bisschen was, ne? Ja, ja, gut. Ich habe mich jetzt wirklich nur auf Damage halt konzentriert halt, ne? Ja, ja, na gut, ich auch, aber das macht ja nichts. Wie weit war es denn runter? Ich weiß es nicht, ich habe nur auf. Gute Frage, vielleicht. Drittel müsste es maximal noch gehabt, ne? 3K vielleicht? Ja, ähnlich. Ja, du warst ja. Gut. Aber gut, und mein mächtiger Skill. Mein mächtiger Stigma-Skill, der war halt noch, sagen wir mal, im Cooldown vor dem Match. Insofern hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser abschneiden können. Ich weiß gar nicht, ob ich den genommen habe bei mir. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe zumindest keine Dings gesehen, aber hätte Fahrradkette. Genau. Schauen wir mal, wie es dann im zukünftigen Lord. So, wo gehen wir denn eigentlich hin? Ja gut, wir gehen erstmal wieder nach unten zurück und wir gehen mal jetzt ins neue Gebiet. Und ich hab selber keine Ahnung, was uns dort erwarten wird und was man da überhaupt machen kann. Ich auch nicht. Oh, guck mal, ein Moto-Auto. Ein kleines Spielzeugauto. Viel schön. Wo das denn? Gefällt mir. Hier, ein kleiner Spielzeugbagger. Das Auto mit dem Bagger und der baggert schon. Bagger, 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 bagger. Kennst du nicht? Baggerst du die gerade an dort? Ja, klar. Ja. Traust dich ja nicht. Was wohl deine Freundin dazu sagen würde? Ach, die ist das gewohnt. Die ist das gewohnt, dass du andere Mädels anbaggerst? Nee, dass die mich anbaggern. Achso, okay, gut. Das ist fein. So. Jo. Okay, ja, also einmal Teleporter, einmal Siegnia, bitte. Und da habe ich auch schon was zu tun. Wo denn? Siegnia. Ja, dann dort rein. Ja, weiß ich nicht, ob ich da schon was zu tun habe, deswegen frage ich dich ja. Ach so, ja, das ist das neue Gebiet halt jetzt, ne? Also, das ist das, was jetzt sehr frisch und aktuell mit dem Patch jetzt gekommen ist. Ach so, jetzt verstehe ich, da sagt das doch. Ja, also mit anderen Worten, wir sind hier im komplett neuen Content, den wir uns jetzt erstmal nur so anschauen, weil wir selber noch gar nicht da waren. Und du auch noch nicht. Genau. Nee. Hier gibt's Schatzkisten. Also, das ist schon unser Questgebiet halt auf jeden Fall, ne? Ach so. Na, dann ist es umso besser. Oh, ein Schlüssel dafür. Ich habe halt keinen Schlüssel dafür. So, dann nehmen wir halt erstmal hier die paar Questen an. Ich habe jetzt keine Ahnung hier, was hier ist. Also, ich weiß es nicht. Ich habe eine Quest hier. Ich habe hier. Ach nee, doch, ein Mann. Drei Questen, okay. Genau. Ich habe leider wirklich keine Ahnung, wie das hier ist. Ich weiß es wirklich nicht. Werden wir sehen, wie es wird. Der hat gerade gesagt, wir sollen, glaube ich, zum Stigma-Meister gehen. Da, wo wir gerade herkommen. So, wenn ich das jetzt richtig verlesen habe. Ich habe euch erwartet. Nee, ich glaube nicht ganz, aber so ziemlich, ja, ähnlich vielleicht. Ja. Na gut. Wir haben auf jeden Fall auch ein paar Einzelspielerinstanzen, sind hier auch auf jeden Fall wieder da. Ich freue mich so voll. Ich mag Einzelspielerinstanzen.
Nicht. Wenn du jetzt mal wirklich, wenn du jetzt mal auf die Karte gehst, ja genau, wenn du jetzt auf die Karte gehst, ne, und jetzt einen Rechtsklick machst, dann siehst du jetzt hier die neue Welt, dann siehst du das, was in dem Video, halt gut, du hast es jetzt nicht gesehen, haha. Ja, ich hab's noch nicht gesehen. In dem Video wurde halt gesagt, ja, dass, wie soll man sagen, dass die alten Gebiete halt von dem und dem zerstört worden sind und, ja, die wurden überflutet und, im Gleichzug hat sich, haben sich neue Gebiete aus dem Meer emporgehoben und das ist jetzt hier Signia und Vengar so gesehen. Ach so. Gengar. Gengar. Pokémon. Ich dachte, ich sag's mal. So, gut, wo geht's hin? Erstmal müssen wir jetzt ja erstmal abgeben hier bei der, also die gelbe Quest erstmal abgeben halt auf jeden Fall, ne? Ja, und wo? So. Ja, wo? Keine Ahnung, was weiß ich denn? Nee, du musst mal gucken, du bist doch immer dafür zuständig. Habe ich die nicht hier reingenommen? Also doch. Ja, die muss ja hier irgendwo sein. Dem Stadthalter in Atmos Signia Bericht erstatten. So, genau. Ist das hier? Irgendwie nicht. Nö. Och, leck mich doch. Das muss hier kann drin hier sein, fliegen? Da oben drin. Ja, hier kann man fliegen. Ist er hier drin? Hier ist er doch. Wo denn? Meine Güte. Hier, Atmos, da wo ich bin. Ja, das ist jetzt... Ah, da. Ja, der weißt du mal, wie das ist, wenn ich dich suche, ne? Ich habe so, okay. Expeditionstrupp anschließen. Oh, gibt neue Schuhe. Magieverstärkung plus 92. Was haben wir hier? Wir nehmen mal die hier. Vielleicht gibt es da auch noch ein Set dazu. Ob das jetzt besser ist als das, was wir tragen, weiß ich noch nicht. Kann ich. Scheinbar doch. Weil hier gibt es die nächsten Sachen. Schließen. Also hier gibt es auf jeden Fall einiges. Sieht man schon. Ja. Jo. Okay. Gut, die erste Kampagne ist auf jeden Fall wie gesagt, fertig. Genau. Sprecht mit dem ersten Expedition am Verteidigungskosten Mospera. Keine Ahnung. Hier auch nicht im Grunde die Straße werden, runter halt. Ja, im Grunde genommen werden wir, das ist jetzt die, na gut, die Frage ist, ob wir die Einzelspielerinstanz, also wir haben jetzt hier mehrere Instanzen haben wir, ich guck mal ganz kurz mal, also es sind ein paar Instanzen, die früher immer relativ gerne gelaufen sind, aus den alten Gebieten sind jetzt hier mit reingepatcht worden, also die wurden jetzt einfach hier reingestellt. Das ist zum Beispiel Arthuram Himmelsfestung, ist hier ja schon bekannt, da waren wir ja auf jeden Fall schon drin gewesen. Dann haben wir, okay, gut, das ist eine Festung scheinbar, versiegelte Dingens. Rentus Basis ist auf jeden Fall mit übernommen, Tiamats Festung ist mit übernommen, Tiamats Unterschlupf ist mit übernommen, was haben wir hier noch? Ja, das war's dann eigentlich auch schon im Grunde genommen. Was auf jeden Fall neu ist, ist die Instanz Mantor. Die kenne ich für meinen Teil halt auf jeden Fall noch nicht oder war selber noch nicht drin gewesen. Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt mit dem Patch gekommen ist. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich hier jetzt so gar nicht sagen. Wollen wir die noch mitnehmen? Da oder? Ist auf jeden Fall irgendwo noch eine Quest. Ich weiß. Hier ist noch eine Quest. Ich nehme sie mal an. Freut mich, eure kann's Bekanntschaft ja. zu machen. So, annehmen. Ja, questmäßig scheint es sich hier doch halbwegs zu lohnen, weil du ja doch relativ viel XP bekommst. Hier ist dann auch noch eine Quest-Instanz-Schlachtplan für die Arthuram, aber die lassen wir halt auf jeden Fall wieder. Jo. Weil wir waren ja schon in Arthuram drin gewesen, das wird wahrscheinlich für Arthuram dann eine Quest sein, das müssen klingt wir dann nicht unbedingt so machen. Nee. So, gibt auf jeden Fall auch noch irgendwas mit Territorialkampf auf jeden Fall. Das hat was mit der Legion zu tun, aber da habe ich mich auch noch viel zu wenig muss ich dazu sagen. Ja. Ja, wir versuchen jetzt hier einfach erstmal ein bisschen rumzuschnetzeln oder sowas in die Richtung. Dann versuche ich immer mal ein paar Informationen, die mir zurechtgelegt wurden, immer mal ein bisschen noch mit abzulesen. So, was haben wir denn? Sag ruhig von wem, das sollte man immer dazu sagen, von wem die zurechtgelegt wurden. Ja, natürlich, von meinen Gehilfen. Ziel ausgewählt. So, und von seiner Freundin. Ich sag's mal, von seiner Freundin, weil du weißt ja alles, was er hier weiß er auch nur durch seine Freundin. Das ist, ich verrate euch mein Geheimnis. Jedes Mal, wenn wir irgendwie einloggen irgendwas machen, geht's dann im Hintergrund, ey, brauchen wir das und das? Also normalerweise ruft er schon den Namen. Was machen wir jetzt? Und so weiter und so fort. Also der weiß das auch nicht. Der fragt auch jedes Mal nach. Das ist ein kleines Geheimnis, das sieht man mir während der Aufnahme meistens nicht. Aber das ist nicht selten der Fall. Naja, aber so mega häufig war es eigentlich auch nicht gewesen. Es war aber auch nicht extrem, also es war aber auch nicht selten. Es war so mittelmäßig halt, ne? Wie war das und das und bla 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 und hast nicht gesehen. Weil man muss ja halt dazu sagen, ich habe halt auch nur relativ wenig Chars hier hochgespielt, hier auf der Seite ist es halt auf jeden Fall, ne? Und naja. So,
So, auf meinem Zettel steht auf jeden Fall, das Signia ist für Elios und das andere Gebiet, Venga, ist für die Asmo-Seite. Dann haben wir irgendwie noch Welt-PvP, das ist teilweise durch Risse betretbar, das Risse-System wurde wohl scheinbar nochmal überarbeitet. Moment. Achso, ja, okay. Der Territorialkampf, ich verstehe es, ich verstehe den Sinn dahinter noch nicht. Könnte vielleicht sowas sein wie eine Art Gildenturnier vielleicht von Art Fiesta Online. Ich weiß nicht, ob mit einem oder Gildenkampf, Gildenkrieg oder so. Legionskampf in dem Fall, ja. Teilnehmen können da wohl Legionen ab Level 6. Das gut, das habe ich vorher auch schon gewusst, das hatte ich mir, weil es mich interessiert hatte, weil ich ja bin schon Fan von irgendwie Legionen oder eigentlich, wie soll man sagen, von, dass man sein eigenes Ding halt so gesehen in einem Online-Spiel halt macht. Ne? Und ja, es gibt wohl jeweils drei Gebiete. Signia und Vengar. Und ja, der Sieger erhält halt irgendwelche Vorteile oder sowas in die Richtung Buffs oder sowas. Also keine Ahnung. Also, ja gut, das Standardzeug halt. Ist ja jetzt nichts Neues so gesehen, ne? Jo. So, okay. Ja, was brauchen wir denn eigentlich jetzt noch? Wir brauchen noch blaue Nebelkasselits. Ja, hier Nebelkassel die Xelit hier. Ne? Ja, genau. Blaue Nebelkasselits. Einer ist weg, noch einer fehlt. Wo bist du? Da unten, hier unten. Ja. Ich will hier neben dir. Okay. Ich hab schon einen. Und du auch. Ja, dann hat mir jemand gesagt, ich soll mir mal, die wichtigsten Skills alles auf einen Shortcut legen. Ist natürlich eine schlaue Sache, aber ja, zum einen ja, müsste mir mal jemand sagen, beziehungsweise ich weiß schon für mich, was die für mich die wichtigsten Skills sind. Ja. Auch jetzt so in der Form, die allerwichtigsten habe ich ja schon quasi auf Shortcuts liegen. Das wäre eben der Schuss des Seelensaugers, mein Pistolenschuss und mein Geschoss des Schweigens. Das Winken selber, das liegt halt noch hier. Habe ich von der mittleren Maustaste runtergenommen, ansonsten liegen die halt jetzt erstmal alle auf den Maustasten. Muss auch mal sein. Also ich habe ja so gesehen, ja, eine Gamer-Maus, das hatte ich mir damals für Ion extra gekauft, war relativ günstig gewesen und ja, kann man auf jeden Fall auch weiterempfehlen, die hält ja bis heute ja noch auf jeden Fall. Und ja gut, bei mir sind auf jeden Fall 3 Tasten von möglichen 12 oder beziehungsweise sind eigentlich sogar noch mehr Möglichkeiten, die man mit der Maus eigentlich da machen kann, wenn man jetzt wirklich ganz genau darauf abzielt, damit was zu machen mit der Maus. 3 Tasten belegt, in erster Linie sind das die Heals, die Mana-Wiederherstellung und so weiter und so fort. Das war's dann aber auch schon. Oh, jetzt ja, also ich hab, Mist. Ich für meinen Teil habe eine Standardmaus, insofern wie gesagt, es geht auch mit, 2 zusätzlichen Tasten, die mittlerweile eigentlich jede, wenn es keine Billigmaus aus dem, aus dem nächsten Discounter ist, die wirklich nur noch 2 Maustasten hat, am Ende nicht mal die mittlere, sowas gibt's ja heutzutage immer noch. Aber, ja wie gesagt, wenn es halt eine Standardmaus ist, hat die in der Regel schon so eine Vorwärts- und Rückwärts-Scroll-Taste, die du mit dem Daumen bedienst, die beiden habe ich. Und ja, wie gesagt, kann man auch schon viel mitmachen. Also für Leute, die jetzt sagen, ja, okay, will ich auch, das reicht ja eigentlich auch schon. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. So. Okay, da hinten ist noch was. Du musst aber erstmal looten, genau. Ich brauche noch 3. Hier, andere Seite, links. Ja, schau mal, wo bist du? Da bist du. Okay. Da hinten. Da. Bin schon unterwegs. Da ist er. Das ist kein gültiges Ziel. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Event, Experimentierbeutel des Alchemisten. Juhu. Ich freue mich. So, sonst sehe ich hier jetzt gerade schnell mal keine. Also hier vom Meeresboden ist wohl nichts mehr da. Okay. Aber man sieht ja halt auch schon, wie es der Typ schon erklärt hat, dieses Gebiet hat sich halt emporgehoben. Ist auch, sag mal, dafür ganz vernünftig geschaltet hier mit diesen Amphibienwesen. Halt hier da hinten lagen Muscheln, da hinten Muscheldione. Also insofern ist das gar nicht mal, so unplausibel gemacht wenigstens. Ja, dort oben schwebt ein Wal. Das sieht ja... Was? Wo? Ja, dort oben. Ach da. Ja, das ist ein Schwebewal. Der hat Blähungen. Das sieht auf jeden Fall, man muss schon sagen, das Gebiet sieht schon wirklich sehr gut aus. Also ein bisschen merkwürdig wäre es gewesen, wenn das hier zum Beispiel jetzt eine Wüstengegend geworden wäre. Mir gefällt das hier so aktuell, wie wir es jetzt bisher so kennengelernt haben, schon sehr, sehr gut. Und wäre fast wieder ein Grund anzufangen für mich, muss ich sagen. Aber
Nee, aktuell keine Zeit dafür. Und ja, im Grunde genommen, also ich habe jetzt nochmal kurz meinen Zettel halt auf jeden Fall gerade nochmal ein bisschen durchgelesen. Im Grunde genommen haben wir auch schon relativ viel auch schon gesagt. Also man kann jetzt natürlich immer noch ein paar Sachen sagen. Es gibt zum Beispiel Risse halt auf jeden Fall. Das gibt's hier in Signia. Wenn du jetzt die Karte aufmachst, siehst du auch diese Risse halt auf jeden Fall. Es gibt neue Legi-Quests, gibt es. Das mit den Stigmas hat man ja sowieso gemacht. Da habe ich jetzt noch eine Info auf meinem Zettel stehen. Der, also wir müssen erstmal noch die eine Quest hier fertig machen. Ja, ja, ich suche ja. Genau. Und ja, also das mit den Stigmas, es war ja die Option gewesen, dass wir die Stigmas verzaubern. Das war bei uns ja noch ausgegraut gewesen. Wir konnten ja nichts verzaubern oder sowas in die Richtung. Ja, ja, genau. Ja, es wäre wohl möglich, dass man wohl verzauberbare Stigmas in Anführungsstrichen wohl droppen könnte. Und diese dann halt durch das Aufwerten dann halt Verbesserungen bekommen. Ja, Instanzen wurden wohl scheinbar auch ein paar noch auf jeden Fall geändert. Das ist aber... Ja gut, welche jetzt genau, weiß ich jetzt auf jeden Fall leider nicht. Das ist egal. Es gibt da ja, halt vielleicht im späteren halt Zeitpunkt. Im Grunde genommen gibt es dann halt auf jeden Fall noch diverse Änderungen auf jeden Fall. Ja, die halt neue Questen. Dann wurden NPCs verschoben. Also keine Ahnung, die Patch Notes waren auch 38 Seiten lang. Dann natürlich halt die wichtigsten Infos rauszuziehen. Ne? Das ist natürlich immer schwierig. Aber im Grunde genommen kann man halt wirklich sagen, ne? Die wichtigsten Infos sind zentral zusammengefasst halt erstmal für die Standardspieler und somit eigentlich auch für uns. Jetzt, weil wir ja wirklich auch noch ja, relativ selten ja hier spielen. Hier unten liegt noch eins. Achso, oh, warte mal. Ah ja, dann war's das eigentlich auch schon. Also ich hätte dann... Ja, denke ich nämlich auch, weil ich bin fertig und du hast, glaube ich, eins nicht eingesammelt. Ja, ja, genau. Ich hatte eins, hatte ich irgendwo mal, glaube ich, genau. Vergessen. Ja, also genau. Wie gesagt, zusammengefasst und auf jeden Fall für den Patch hier nochmal die wichtigsten Infos. Stigma-System wurde geändert. Es gibt neue Gebiete. Alte Gebiete wurden rausgepatcht. Instanzen wurden teilweise geändert beziehungsweise verschoben nach Signia. NPCs wurden teilweise ein bisschen hin und her geschoben. Es ist allgemein ein bisschen einfacher teilweise sogar. Ich glaube, die XP-Rate wurde auch ein bisschen nach unten gedrückt, weil ich hatte nämlich schon direkt 99% gehabt. Das heißt, musste auf jeden Fall nach unten gedrückt worden sein. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Könnt ihr auf jeden Fall in den Videos ja nachsehen. Vor und nach dem Patch. Der Black müsste eigentlich auch mehr Prozent haben. Das Leveln soll hier auf jeden Fall schneller gehen. Das ist ja allerdings nur ein Erfahrungsbericht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis denn, Leute. Tschüss.